Ich bin nicht sicher, ob ich neidisch auf Mario sein soll. Zum einen wollte ich ja auch mal in die Wüste und ist mir jetzt zuvor gekommen, aber zum anderen scheint's da bei ihm arschkalt zu sein. Nicht wirklich etwas, worauf man eifersüchtig sein sollte, oder? Lasst uns am besten herausfinden, woran das liegt. Zumal, dass die ganzen Bewohner hier ja irgendwie nicht zu stören scheint. Oder springst du deshalb auf und ab, um dich warm zu halten? Mir ist so kalt. Was ist hier nur passiert? Alles froh auf einmal ein. Okay, Frage beantwortet. Die finden das wohl auch nicht so toll. Hat denn irgendjemand von euch einen Hinweis? Komm schon, Taxi. Ich warte schon seit einer halben Ewigkeit. Hey, hier ist der erste Shop. Im Kaskadenland haben wir den zwar nicht gefunden. Wahrscheinlich hatten wir da auch noch gar nicht Zugang auf die komplette Welt. Wir müssen bei Zeit irgendwann mal zurückkehren. Das Spiel hat mich ja leider gezwungen, hierher zu kommen. Eigentlich wollte ich mich im Kaskadenland noch weiter umschauen. Aber, oh. Aber es war mir nicht vergönnt. Das Game hat gesagt, du musst jetzt in die Wüste. Und, ja gut. Wenn das Game das sagt, beziehungsweise wenn Cappy das sagt, er hat es uns befohlen, dann haben wir zu Spuren, ne? Solltest du dich verlaufen, geh einfach in die Richtung von dem großen glühenden Licht, ja? Ja, guter Tipp. Das gleißende Licht, das markiert nämlich immer unsere Hauptmission. Hey, ich höre einen Powermond. Ja, da drüben. Nicht ganz geschafft. Aber gut, nicht so schlimm. Wir wollen uns hier das kleine Dorf ja sowieso mal genauer ansehen. Sehr mexikanisch angehaucht, zumindest die Charaktere. Worüber es übrigens auch was zu erzählen gibt, komme ich gleich drauf zu sprechen. Das Brautpaar, Bowser und Peach, landete hier und auf einmal erstarrte alles zu Eis. Was hat das zu bedeuten? Ach so, es hängt also mit Bowser zusammen, ja. Na gut, was ich erzählen wollte ist folgendes. Es musste nämlich das Boxart von Super Mario Odyssey geändert werden. Moment, ich hole währenddessen kurz einen Mond, den ich bereits kenne. Es gibt nämlich in den Shop einen Hintereingang und da kann man sich dann einen Mond gönnen. Auf dem originalen Boxart war nämlich einer dieser mexikanischen Dudes zu sehen. Aber das musste allen Ernstes aufgrund von... Ja, Rassismus ist es ja nicht mal wirklich, aber sowas... In der Art, ich weiß auch nicht genau, was deren Problem war. Ja, wahrscheinlich die Amis stecken dahinter halt, ne? Also ich kann es nicht genau nachvollziehen, deswegen kann ich jetzt auch nur eingeschränkt darüber sprechen. Aber auf alle Fälle haben die da deswegen anscheinend so krass rumgeheult, dass Nintendo gezwungen war, diesen Abschnitt aus dem Cover zu entfernen und mit einer Unterwassersektion zu ergänzen. Das muss man sich mal geben, was zum Teufel. Und hier ist der Tipp-Kakadu, den ich... Ups, das wollte ich nicht, Entschuldigung. Den ich schon mal angesprochen habe, der kann uns Monde spoilern, oder? Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, ich weiß. Haha, ich kann's dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Schafe hüten in den Dünen. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn und find ihn. Chip-a-chip. Was auch immer das Chip-a-chip heißen soll. Ja, ich hatte da wohl recht mit meiner Einschätzung. Oh, ne Röhre. Er spoilert uns die Titel der Monde. Das finde ich sehr fair. Also es ist immer noch ein Rätsel. Ja, also er sagt einem nicht, ja, geh da vorne rechts, dann links und dann findest du ihn. Das ist ja nicht der Hilfemodus, den ich auch schon in der letzten Folge angesprochen habe. Den kann man aktivieren, ja, wenn man nicht zurechtkommt. Oh, lila Münzen. Lila Münzen, lila Münzen. Kann man aktivieren, wenn man nicht zurechtkommt. Dann hat man ein Navigationssystem, was... einen direkt zu den Monden steuert, aber das wird natürlich nicht unser Anspruch sein, ist ja mal klar, ne? Dennoch, wir wollten drüber sprechen, haben wir gemacht und jetzt checken wir mal ab, was sich hier in dieser Röhre versteckt. Wahrscheinlich ein weiterer Powermond, oder? Ja, ein Minispiel und ich habe sowas ähnliches schon mal in einer anderen Welt gespielt, deswegen glaube ich zu wissen, was hier auf mich zukommt. Irgendwo hier im Raum ist ein Preis versteckt. Spüre die Vibration, lass dich von ihr leiten und sie wird dich hinführen. Ja, ich habe nämlich hier sozusagen einen Vibrator in der Hand. Der Pro Controller besitzt ja auch die HD-Vibration
also genommen wie die Joy-Cons. Und anhand dessen werde ich jetzt geleitet. Also es vibriert immer stärker und stärker und stärker, wenn ich in die richtige Richtung gehe. Hier gerade ist es sehr effektiv, deswegen gucke ich mal kurz, ob wir hier tatsächlich den Mond schon gefunden haben. So ist es. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Umsetzung der HD-Vibration. Mal sehen, was sich Nintendo noch so alles einfallen ließ, um die besonderen Features der Switch in dieses Spiel zu integrieren. Und darf ich mal kurz sagen, wie geil diese ganzen Verzierungen an der Wand aussehen. Ich finde das super schön, auch hier außerhalb. Also es scheint so ein Markenzeichen dieses Dorfes zu sein. Finde ich cool. Also ich bin jetzt kein Freund von Graffiti oder sowas in der Art, ja. Aber der Adler! Nein! Schon wieder verpasst. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, so eine Stadt auch im Real Life zu besuchen. Gibt's doch bestimmt irgendwo auf der Welt, oder? Naja, jetzt lasst uns erstmal den Shop besuchen, damit wir mal eine kleine Vorstellung davon bekommen, was es da so zu erstehen gibt. So, der linke Kerl möchte, glaube ich, die normalen Münzen. Ja, klar. Und der rechte, die lila Münzen. Sieht man ja auch anhand ihrer Farbe. Wird er uns aber bestimmt gleich erklären. Herzlich willkommen. Reden wir mal kurz über deine Münzen. Du besitzt normale Münzen und diese Pyramidenmünzen. Umgedrehte Pyramidenmünzen, wie auch immer. Die normalen Münzen kannst du überall einsetzen. Also in jedem Kingdom. Die lila Münzen kannst du nur in dem Land, in dem du sie gefunden hast, ausgeben. Genau, und das ist die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Weil das, was man für die lila Münzen bekommt, ist natürlich krasser als das, was man für die... Ja, wobei... Für die gelben Münzen bekommt, wollte ich sagen. Wir können uns aber immerhin einen Mond kaufen. Na, dann machen wir das doch gleich mal, oder? Kostet auch nur 100 Coins, das ist ja gar nichts. Bam! Einkaufsbummel in der Brutzelebene. Ich frage mich, ob es in jeder Welt einen Mond im Shop gibt. Wahrscheinlich, ja. Und dann immer mit aufsteigendem Preis. So, lala, wir können uns aber auch einen komplett neuen Anzug leisten. Außer die Badehose, die ist noch zu teuer. Crazy Cap Hut. Ja, dann kaufen wir den doch einfach mal. Ich werde nämlich auch darauf achten, dass Mario bei mir in jedem Part anders aussieht. Weil ich finde diese Customization, die hier in dem Spiel integriert ist, nämlich sau geil. Und ich möchte das auf diese Weise abfeiern. Daher ziehen wir uns direkt um und spielen in dieser Folge mit diesem Outfit. Auch wenn ich es etwas abstrakt finde, das muss ich zugeben. Man kann sich auch jederzeit hier an diesem Schrank umziehen und in der Odyssee. Das zeige ich gleich nochmal. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was der hier im Angebot hat. Oh, auch nice Sachen. Wenn ich das hier kaufe, dann kann ich mich genauso kleiden wie die Bewohner hier. Das kann ich mir sogar leisten. Ja, dann machen wir das doch. Oder wollen wir in dieser Folge mexikanisch rumlaufen? Würde vielleicht eher passen, oder? Okay, komm, dann plane ich kurz um. Und das andere Kostüm, das zeige ich dann in der nächsten Folge oder wann auch immer, ja. Oh, schöne Mucke. Da kriegst du gleich Bock, das Geld rauszuschmeißen. Musik ist doch alles beim Einkaufen, oder? Oh yes, und das sieht doch schon besser aus. Ja, wie gesagt, von dem Crazy Cap Anzug bin ich jetzt nicht so der Fan von. Aber das macht was her. Mir fällt gerade ein, ich hätte so machen können, dass ich mich in der Odyssee umziehe. Aber gut, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich zeig's euch trotzdem schnell. Man kann die Odyssee nämlich jederzeit betreten. Und hier dann eine kurze Pause einlegen. Ich glaube, die Gegenstände, die man für die lila Münzen kaufen kann, die kann man dann hier auch als Dekoration platzieren. Aber wir haben ja momentan nicht so viele lila Coins aus diesem Kingdom, daher konnte ich es nicht ausprobieren. Und auch die Karte liegt hier. Hast du einen Rücksetzpunkt aktiviert, kannst du das entsprechende Fahnensymbol auswählen und mit A dorthin fliegen. Genau, das habe ich euch auch schon mal gesagt, ne? Die einzelnen Flaggen dienen als, ja, Teleportziele und deshalb würde ich sagen, gehen wir los und aktivieren die erste Flagge hier in dieser Welt. Ne, Quatsch, die erste ist es nicht, wir haben ja schon zwei. Einmal hier und einmal drüben in der Oase, die allerdings auch vereist ist. Okidoki. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir hier schon alles gesehen haben. Ich glaube, hier versteckt sich noch etwas, allerdings ist dieser Bereich komplett vereist.
Und wir kommen demnach da nicht ran. Da oben ist auch noch eine Rakete vereist. Das müssen wir uns alles merken. Ne? Damit wir dann entsprechend vorbereitet sind. Dieses seltsame Brautpaar. Die sind vorhin die Ruinen rein und seitdem nicht zurück. Okay. Was ist denn das für ein Block da vorne? Oder der Typ da? Moment, warte mal. Ein auffälliger Block. Komischer Fels, oder? Ja. Dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Okay, vielleicht erhält man später noch eine Möglichkeit, diese Blöcke zu zerstören. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls komme ich jetzt noch nicht an den Inhalt ran. Hey, hier vibriert wieder was. Oh, ein Herz. Ich dachte schon, so ein random Mond. Weil das wäre ja brutal, oder? Wenn man die ganze Wüste ablaufen muss, um Monde zu finden, die in den Sanddünen stecken. Aber ich weiß, dass es irgendwo lila Coins gab. Da kann ich mich noch dran erinnern. War das vielleicht hier vorne? Nein, aber ich möchte euch kurz ein kleines, schönes Detail zeigen. Wenn man nämlich von diesen Kakteen getroffen wird, dann sieht man in Marios Nase die Stacheln. Die arme Sau. Und geschwollen ist es auch noch. Alter, das gibt einen dicken Pickel, glaube ich. Du. Aber die Nase von ihm ist ja sowieso schon so riesengroß. Da wird das nicht auffallen. Okay, da vorne haben wir noch was. Aber ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt lieber erstmal um unsere Hauptmission. Nicht, dass wir irgendwie auf die Idee kommen, jetzt erstmal alle anderen Monde zu sammeln. Das kann man natürlich machen. Allerdings schaltet man auch neue Möglichkeiten in den jeweiligen Welten frei, wenn man den Hauptmissionen folgt. Und ich denke, was diese Welt angeht, wird das wahrscheinlich zur Folge haben, dass das Eis schmilzt. So, und du hast ein Problem, oder was? Du kommst nicht da rein. Müssen wir den Schlüssel suchen. Andere Länder, andere Sitten. Zieh dich an wie wir. Mach Party wie wir. Das ist unser Motto. Fetziger Hut, check. Verrückter Poncho, check. Du bist der Party würdig. Hinein mit dir, Freund. Ach so, warte, der hat mich jetzt... Ach, der hat mich jetzt reingelassen, weil ich genauso gekleidet bin wie er. Also bringt das doch was. Weil das wurde nämlich auch lange spekuliert, ob diese Customization auch noch einen anderen Hintergrund hat. Außer den optischen. Also, gibt es wohl tatsächlich Missionen? Was? Mario, wo hast du das gelernt? Yay! Tatsächlich. Also, es gibt scheinbar wirklich Missionen, wo man eine bestimmte Kleidung braucht, um weiterzukommen. Ich selbst war mir da nämlich auch nicht ganz sicher. Es gibt nämlich, in manchen Welten Sphinx-Statuen. Und ich meine, dass es so war, dass man bei der auch ein bestimmtes Outfit benötigt, um... Ah, wusste ich doch, dass irgendwo noch Coins sein müssen. Ein bestimmtes Outfit benötigt, um bei ihr weiterzukommen. Aber ich war mir da eben bislang nicht zu 100% sicher, deswegen habe ich da nie was confirmed oder so. Mittlerweile... Komm her, komm her! Ja, ich habe ihn! Was ein Luck! Was ein Glück, dass er genau jetzt da vorbeigeflogen ist. Epic. Moment. Nicht so weit weg. Nein. Ja. Jetzt wurde mein ganzer Satz zwar zerstört, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mittlerweile kann man mit Sicherheit sagen, es spielt eine Rolle, wie Mario gekleidet ist. Manche Powermonde kriegt man wohl nur mit dem richtigen Outfit. Ein weiterer Grund für uns, noch mehr Münzen zu sammeln, egal ob gelbe oder... Ah, du hast recht, ja. Seine Fußspuren sind zu sehen. Bowser ist hier lang. Egal ob gelbe oder lila, ne? Ich werde mein Bestes geben. Reisetipp, Hechtsprung. Wenn du richtig weit springen oder noch schneller, als es beim normalen Rennen möglich ist, sein möchtest, dann renn, duck dich und spring. Du machst einen Hechtsprung und hüpfst davon. Ja, gemeint ist hier dieser Rollsprung, glaube ich. Und, ach, Quatsch, was laber ich? Ja gut, für mich ist das der Weitsprung. Ah, jetzt geht die Musik los. Ich habe mich schon gewundert, ob es hier keine gibt. Konnte mich nämlich gerade nicht erinnern. Aber ja, es gibt eine. Eine coole sogar. Also für mich ist das hier eigentlich der Weitsprung. Das hier ist der Rollsprung. Und
Das hier ist der Hechtsprung meines Erachtens nach, aber okay. Wenn Nintendo was anderes behauptet, es ist deren Spiel, die müssen es wissen. Ah ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder an die Musik, die ist eigentlich echt wirklich stimmig. Die hat einen mexikanischen Teil und halt so einen Wüstenflair. Ist sehr, sehr passend. Okay, ich überlege nur gerade, wie wir weiter vorgehen. Weil es gibt jetzt auf dem Weg zur Hauptmission tatsächlich einige Monde zu finden. Ich kenne nicht alle, aber... Ach, Wilder Westen war es, genau. Das meine ich, die Stelle jetzt hier. In der Mucke. Es gibt einige Monde zu finden. Ich überlege gerade, wo die waren. Hier oben war nichts, oder? Ach, stimmt, wir können uns hier sogar umsehen. Und da vorne sind Lila Coins, die schnappen wir uns doch gleich mal. Also hier ist unser Hauptziel. Da geht's weiter. Jetzt kommt der Wüstenteil der Musik. Ja. Hört da ruhig hin. Also die Mucke in dem Spiel, wie alles andere, top. 10 out of 10. Apropos, das Spiel hat auch schon seine erste Wertung bekommen, und zwar von der Edge. 10 von 10. Bin mal sehr gespannt, was da die Endwertung sein wird. Hey, da drin ist ein Schalter. Oder ein Hebel, besser gesagt. Warte mal, da komme ich doch rauf. Ja. Es gab, so wie ich das sehe, eigentlich einen anderen Weg, der vorhergesehen war, aber in Spielen wie diesen kann man... Ach so. Kann man machen, was man will. Und ich sehe gerade, dass das eigentlich nur eine Verbindung ist, also eine Abkürzung. Falls man wohl mal darunter fallen sollte. Naja, jetzt entfernen wir erstmal diesen Kaktus, schnappen uns die 3 lila Coins und schauen uns hier mal um. Ist hier noch mehr? Gibt ja doch sehr fiese Verstecke in dem Spiel, aber genau das feiere ich auch, wirklich. Also, ich möchte gefordert werden, sehr, sehr gerne. Da vorne ist noch ein Sombrero-Typi, aber... Oh, eine Eidechse! Schön. Den Typen ignorieren wir jetzt erstmal. Ich will dann nämlich doch etwas mehr in Richtung Hauptmission gehen. Aber vorher schaue ich mir das mal an, weil ich glaube, hier war ich noch nie. Oder? Also jedenfalls bin ich noch nie runtergefallen. Frage ist halt, gibt's hier was? Nein. Irgendwie nicht. Dennoch kenne ich die Position eines Powermons und den bekommen wir mit Hilfe von Kugelwilli. Eine neue Verwandlung hier in Super Mario Odyssey. Ja, ja. Auch Kugelwilli. Oh shit. Auch Kugelwilli können gecaptured werden. Wie fast jeder Gegner. Und ich glaube, das war sogar die allererste Verwandlung, die man uns gezeigt hat, oder? Stimmt doch, ne? Also zumindest ist es die erste, an die ich mich erinnern kann. Und der Mond, um den es mir geht, es sind sogar zwei. Weil hier drin befindet sich einer. Sieht man daran, dass dieser Stein leuchtet, beziehungsweise er glitzert. Ähnlich wie die Powermonde. Ja, sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn man sich hier diese Blöcke mal genauer anschaut, dann glaube ich, kommt man drauf. Man darf halt nicht durch dieses Spiel durchrushen. Also man muss sich wirklich die Zeit nehmen, jeden Zentimeter zu erkunden. Das ist eben auch das Tolle an den meisten Nintendo-Games. Dass du einfach immer was entdeckst. Jede 10 cm. Ich feiere das total. So, und diesen Mond kriegt man, wie gesagt, jetzt mit Hilfe des Kugelwillis. Oh, wait, was ist da denn? Ist da auch was? Was ist das denn? Wo könnten wir den Samen denn bitte einpflanzen? Ah, warte, ich glaube, ich weiß, wo das funktionieren könnte. Da vorne ist noch jemand. Koopa, oder? Ja, vielleicht hat er eine Mission für uns, aber Moment, Moment, ich wollte jetzt etwas anderes machen. Und zwar erinnere ich mich da an etwas. Das war so. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt überhaupt schon möglich ist. In der Demo, die ich gespielt habe, gab es in der Nähe des Shops irgendwo. Genau da. Ach, da liegt ja sogar so ein Ding rum. Hab ich gar nicht gesehen vorher. Siehst du? Wir sind ja überall rumgelaufen und haben trotzdem nicht alles gefunden, Leute. Wie krank. Was ist das für eine scheiß Fliege hier? Sieht man die? Ich hoffe nicht. Man kann die Dinger, glaube ich, da einpflanzen, ne? Genau.
Allerdings brauchen wir 3 Samen. Wo ist denn bitte der letzte? Kriegt man dafür einen Powermond? Weil zumindest auf der Vase ist ein Mond abgebildet. Vielleicht ist der letzte Mond hier irgendwo versteckt. Ja, aber selbst wenn, könnte ich mir vorstellen, dass man den wahrscheinlich erst bekommt, wenn das Eis geschmolzen ist. Heißt, das hat jetzt eigentlich gar nichts gebracht. Es sei denn, das bleibt sozusagen Da oben ist auch ein Powermond, oder? Ich glaube, da glitzert was, aber wie komme ich denn darauf? Und nein, ich meine nicht das Licht. Naja, müssen wir mal schauen. Apropos schauen. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt dieser Samen gespeichert bleibt. Nicht, dass wir das dann später nochmal machen müssen. Ja, ich habe richtig gesehen. Da ist ein Powermond. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie man an den rankommt. Ich habe allerdings eine Vermutung. Und zwar gibt es da oben auch noch Kugelwillis. Vielleicht muss man mit dem dahin fliegen. Hey, geil. Siehst du, obwohl ich die Wüste, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal gezockt habe, ich entdecke immer noch neue Monde. Apropos, wie viele gibt es eigentlich? 69? Alles klar. Das ist krass. Daraus schließe ich, dass die Wüste wohl eine der größten Welten ist. Aber gut, warum nicht? Die gibt eigentlich ziemlich viel her. Reisetipp, Stammvertrag. Ja gut, das haben wir ja schon von Cappy erklärt bekommen. So, und falls wir runterfallen sollten, können wir uns jederzeit zu dieser Flagge zurückteleportieren. Stellt also kein Problem dar. Okay, wenn das Eis mal geschmolzen ist, glaube ich, sollte ich hier mal eine Stampfattacke ausführen. Das sieht nämlich auch sehr, sehr sonderbar aus. Was ich euch schon verraten kann, hier unten, da ist ein Secret. Sieht man ja auch daran, dass der Treibsand raucht. Und das soll einen wohl stutzig machen. Da drüben ist auch wieder ein Mond. Überprüfen wir aber nicht jetzt. Das dauert nämlich zu lange. Folgen wir stattdessen einfach weiter der Hauptmission. Ich will nur sicher gehen, dass ich hier nicht übersehe, aber scheint alles zu passen. Okay, dann versuchen wir doch jetzt einfach mal einen Kugelwilli zu ergattern und mit seiner Hilfe dann letzten Endes... Oh, Hilfe! Okay. Mit seiner Hilfe dann an den Mond da am Anfang ranzukommen. Mal schauen, ob das klappt. Oh yeah, schöne Kombination. Es gibt sogar extra Coins. Und hier ist wieder eine Retro-Sektion. Nice. Hilfe. Hab kurz überlegt, ob ducken, aber bin mir nicht sicher, ob das reicht. Und dann lasse ich mich letzten Endes doch noch treffen. Was ein Affe. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit! So, war eigentlich nicht wirklich schwer, trotzdem habe ich gesackt. Ach, hier ist auch noch ein Powermond, richtig. Der ist eigentlich lame, muss man sagen, weil er befindet sich total auf dem Weg und in einer auffälligen Kiste. Aber man kann ihn zumindest nicht sofort einsammeln. Oh, hier ist so ein versteckter Ausguck. Da können wir uns sogar die umgedrehte Pyramide angucken. Das ist sozusagen die Hauptattraktion hier in dieser Welt. Da war ich auch schon mal drin. Aber die Mission, die danach... Oder war ich da schon mal drin? Doch, am Anfang. Ich war am Anfang drin, aber nicht... Ich bin nicht bis zum Ende gekommen. Stimmt. Weil ich glaube, die Pyramide ist das Finale von der Welt. Tja, ja. Aber dann ging mir die Zeit aus. Ich glaube, ich habe euch sogar schon mal eine Preview dazu gezeigt, ne? So, und meine Idee war folgende... Ja, das geht! Sau nice! Oben auf dem Steinbogen. Der Mond ist meiner. Top. Damit es schneller geht... Beamen wir uns jetzt einfach hier hin. Wir verwandeln uns in Cappy und er schleudert uns dann zur Zielflagge. Sehr schön gemacht. Ich finde, es ist auch eine der geilsten Neuerungen. Teleportmöglichkeiten in 3D-Mario-Games. Was will man mehr? Das war in Zelda schon nice und auch notwendig. Jetzt bekommen wir es auch in Mario Odyssey. Sehr schön von Nintendo. Aber hey, warum zum Teufel ist der Mond wieder in der Kiste? Hä? Ach so, wahrscheinlich resettet sich alles, wenn man sich mal teleportiert hat. Okay, good to know. Das wusste ich nicht. Moment, wir holen uns den schnell. Ist ja kein Problem. Auch mit Hilfe des Kugelwillis. Viele Monde lassen sich offensichtlich auch verbinden.
Aber hey, warum nicht? Wer gut nachdenkt, kann so dann gleich mehrere auf einmal einsammeln. Eigentlich wäre es sogar besser gewesen, den als erstes zu holen, aber ich wusste nicht, dass sich jetzt alles wieder zurücksetzt. Ah, nein! Okay, das war ein bisschen blöd. Schade. Boing. Aber wir sind trotzdem gut dabei, keine Panik. Nein, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Halt. Stattdessen will ich hier rüber. So. Hier hätte man auch mit dem Kubi-Willi langfliegen können, weil dafür ist er eigentlich da. Aber falls man keinen Bock hat, so wie ich, dann schnappt man sich einfach... Ah, ja. Ordentliche Schuhe und springt über die Plattformen drüber. So. Wohin führt das denn jetzt schon wieder? Ach, hier auf die Mauer. Okay. Wollen wir als... Moment, ich höre einen Powermond. Als ob. Da drin? Weil da ist ein Loch. Really? Ja, hier muss ja was sein eigentlich. Wow! Ich glaube, hätte ich den nicht gehört, den hätten wir nie im Leben blind gefunden. Also den hätte ich mir wahrscheinlich spoilern lassen müssen. Entweder von euch oder von dem Vogel. Aber gut, das zeigt, dass es sich durchaus lohnt, auch mal gut hinzuhören. Und da vorne haben wir eine Sphinx.